Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen in Oldenburg, ich darf Sie zu einer neuen Folge der Ringvorlesung Philosophie, intellektuelle Stimmen in Ost und West begrüßen. Heute im Studio mein Gast, Professor Roland Berbig aus Berlin, einer der, man kann sagen, profiliertesten Kenner der sogenannten DDR-Literatur. Wir wollen heute, das ist unser Thema, die Literatur des anderen Deutschland in dem Zeitraum beleuchten, in der Wolf Biermann ausgebürgert worden ist. Das ist eine Zäsur, eine intellektuelle Zäsur, die viel nach sich gezogen hat. Und Professor Berbig ist einer derjenigen, den in dieser Sache ins Gespräch zu ziehen, eine große Lust bedeutet, weil er wirklich unerhört kundig ist, viel gearbeitet hat, viele Bücher herausgebracht hat zu der Themenstellung und selber in Berlin lange Zeit lehren an der Humboldt-Universität mit seinen Studenten und Kollegen das Feld auch weiträumig durch Nachlassarbeiten, Briefeditionen erschlossen hat. Herr Berbig, wie kommt man zu dieser Literatur als jemand, der in Oldenburg, das ist für uns in Oldenburg heute auch ein wichtiger Punkt, eigentlich hätte heimisch werden können und doch nicht heimisch geworden ist? Vielleicht können wir mit diesem historischen Objekt, möchte ich sagen, dieser Zäsur Ihrer Lebensgeschichte anfangen, jetzt vor rund 60 Jahren fast. Waren Sie als Jung in Oldenburg gewesen? 1961, 13. August, sind meine Eltern mit meiner Schwester und mir in einem kleinen Auto, P70, ein Vorgänger von Trabant, in die Bundesrepublik gefahren. Und mein Vater hatte einen Freund in Oldenburg, der Arzt war, und der hat uns eingeladen. Und wir hatten eine Aufenthaltsgenehmigung und sind darüber gezuckelt und weiß gar nicht, inwiefern wir schon Nachrichten hatten, dass da eine Mauer gebaut wurde. Weiß ich nicht mehr genau, ich war zu klein. Sie waren in dem Jahr 7 Jahre alt wahrscheinlich. Genau, ich hatte die erste Klasse gerade hinter mir. Und dann sind wir da hingefahren und haben hier, glaube ich, 10 Tage oder 9 Tage in Oldenburg verbracht. Wie hieß der Freund von Ihrem Vater? Dr. Rudolf Tange, war Arzt und glaub Nachfahren von ihm leben hier immer noch. Und dann sind wir nach Bielefeld gefahren, wo meine Tante lebt, und dann sind wir wieder zurückgefahren. Aber Sie haben völlig recht, wenn ich jetzt in Oldenburg bin, dann denke ich an einen Moment, wie wäre mein Leben gelaufen, wenn ich hier gewesen oder meine Eltern hier geblieben wären. Ganz sicher, glaube ich, wäre nicht mein Forschungsgegenstand, zeitweiliger, begrenzter Forschungsgegenstand, die DDR-Literatur geworden. Das glaube ich nicht. Das heißt, Ihre eigene Forschungstätigkeit als Germanist verdankt sich einem historischen Zufall, der Entscheidung Ihres Vaters, der als Arzt selber aus bestimmten inneren Gründen sagte, ich gehöre zurück dort, Sie haben im Harz gelebt, glaube ich, damals. Ja, Blankenburg. Ich gehöre an den Ort, wo ich meine Patienten habe, wo ich arbeite. Ich bin an sich unpolitisch in einer gewissen Weise und das ist mein Lebensort. Sie haben mir auch im Vorgespräch erzählt, Ihr Vater war auch, man kann sagen, ein Kulturbürger. Das war er, das war er unbedingt, stammte auch aus einem Arzthaushalt und hatte ein absolut souveränes Lesen und war, das ist die größte Gabe, die ich bei ihm beobachtet habe. Er konnte traumwandlerisch Bücher empfehlen, das habe ich nicht von ihm geerbt. Also innerhalb von 10 Sätzen konnte er sagen, dieses Buch ist so und so und so, und dann habe ich es gelesen. Ich will noch eine Ergänzung, um auf das Thema zu kommen oder noch näher ranzukommen. Diese Situation meines Vaters hat auch dazu geführt, dass das Verhältnis zur DDR und in der DDR zu leben ein bisschen anders gewesen ist als in Haushalten, wo die Eltern in der Partei waren oder ein Identifikationsverhältnis hatten. Meine Eltern hatten ein reserviertes, kein oppositionelles, ein reserviertes, ein distanziertes. Mein Vaters Bewusstsein war, ich bin ein Bürger, ich bin souverän, und sein Beruf hat ihm erlaubt, diese Souveränität ja auch, wie soll ich sagen, zu leben unter diesen Verhältnissen, die in der DDR in den 50er, 60er, 70er Jahren herrschten. Das hat eine Rolle gespielt, dass ich zum Phänomen DDR, über das ich viel nachgedacht habe, ein aufgeschlossenes, aber eingeschränkteres, ganz persönliches, emotionales Verhältnis hatte. Das hatte ich nicht. Das hatte ich auch 1989, 90 nicht. Es ist ein historisches Phänomen und als historisches Phänomen beschäftigt es mich heute noch. Es ist keins, bei dem ich sagen würde,
hier ist ein Teil meiner Lebensgeschichte, hier ist das und das, ich habe mal daran geglaubt oder mal daran geglaubt. Das spielt bei mir eine geringe Rolle. Das heißt, durch diese Familiengeschichte ist schon von Anfang an eine gewisse begrenzte Zugehörigkeit zu dem, was man DDR nannte, ja, generell, aufgetreten. Generell. Das hat sich übrigens auch dann nach 1990 fortgesetzt. Das ist, glaube ich, muss ich Ihnen vielleicht auch als Psychologe gar nicht sagen, das ist ein bestimmtes Verhältnis, das durch die Sozialisation vermittelt wird, dass man sich aneignet, einen gewissen Abstand zu haben zu der politischen, zu der Welt, von der man umgeben ist. Nicht feindlich, nicht ganz bestimmt nicht, sondern mehr interessiert, aber immer ein bisschen daneben stehend, am Rand stehend. Vielleicht, das war für mich auch sehr aufschlussreich, kann man das ein Stück auch veranschaulichen an der Geschichte Ihrer Diplomarbeit, die Sie als Germanist an der Humboldt-Universität zu Berlin geschrieben haben, über einen Schriftsteller, Günter Kunert, der kurze Zeit darauf in den Westen ausgewandert, oder ausgereist ist. Das war ja auch so eine Art Grenzphänomen, über Kunert zu schreiben damals. Können Sie es ein Stück ins Bild setzen, wie Sie dazu kamen und wie die Umstände waren dieser frühen Arbeit? Ich habe gerade noch mal nachgedacht, als Sie es eben beschrieben. Es gab in der Ausbildung zur Germanistik-Ausbildung eine vernünftige Einrichtung, die ich gerne nach 1990 auch übernommen hätte und mit durchgesetzt hätte. Und das war, dass man 3 Semester Zeit bekam, seine Diplomarbeit zu schreiben unter einer gewissen Anleitung, wie in einer kleinen Forschungsgruppe. Und Ursula Heukenkamp, eine sehr gute Literaturwissenschaftlerin, sehr gut in der Lyrik-Analyse, nicht unproblematisch als Person, die hat angeboten eine Lyrikveranstaltung. Und ich hatte in meinen Kursen zuvor relativ wenig Lyrik, habe aber Gedicht und alles, was damit zusammenhängt, gelesen. Und die hat das angeboten. 3 Semester, in denen man seine Diplomarbeit, Thema finden, erarbeiten, verteidigen zum Schluss absolvieren sollte. Und das war eigentlich nur Lyrik und Lyrikgeschichte. Und dann hat sie Themen angeboten im Verlauf. Und diese Themen, die sie anbot, waren Themen aus der Lyrik der DDR. Und dann hatte ich begonnen und habe verschiedene gelesen und unter anderem Günter Kunert. Und bei Günter Kunert bin ich hängen geblieben, weil das hat mich schon fasziniert. Was hat Sie daran fasziniert, an Günter Kunert? Es ist leider so lange her, dass ich aufpassen muss, dass ich jetzt nicht aus der Rückschau mir was zusammenbastle. Mhm. Ich glaube, es war ungewöhnlich mit Blick auf die... da sind Themen angesprochen worden, mit denen ich nicht gerechnet habe. Das war einmal die ganze jüdische, also was mit jüdischer Beschäftigung, was mit jüdischen Themen zusammenhängt. Das hat mich früh interessiert. Es hatte etwas wenig unmittelbar Parteipolitisches, was wir viele von uns als Propagandaliteratur angesehen haben. Nicht gleich feindlich, sondern gesagt, es interessiert uns eigentlich nicht. Und es war eine gewisse Ironie, eine gewisse pointenorientierte Dichtung, die hat mir sehr gut gefallen. Und mir hat damals auch, glaube ich, also eine Anziehungskraft hatte, diese etwas düstere Sicht auf die Welt, die auch nicht gleich wieder auf die DDR produziert, sondern die in einem Alter von Anfang 20 hat die eine ganz eigene Faszinationskraft, die sie auf mich sehr stark hatte. Die hatte bei mir auch ein bisschen mit der religiösen Prägung zu tun. Und dieses Paket war es, das mich faszinierte. Und dann hat Ursula Heukenkamp dem Ganzen eine Überschrift gegeben, die das dann vielleicht zum Top-Thema gemacht hat. Und das war mit dem damaligen Zeitbegriff Erbediskussion, Erbetheorie. Was erben wir, um es uns anzueignen und es weiterzuentwickeln? Und da habe ich die große Freude gehabt, dass Günter Kunert, was man damals gut fand, heute finde ich das totalen Schwachsinn, dass er Goethe abgebürstet hat, das hatte mit 21, 22 für mich irgendwie was so Freches, aber auch irgendwie Faszinierendes. Also Klassiker wahrnehmen, ja, Klassiker, aber doch ironisieren. Ironisieren, Klassiker, also der klassischen Literatur muss die klassische Politik folgen und solche Dinge. Da fand ich es schön. Und er hat dagegen gesetzt Heine und er hat dagegen gesetzt damals auch Kleist, ja, 1977. Er hat dagegen Kleist gesetzt, einen Selbstmörder oder einen, der ins Exil gegangen ist. Und das hat mir viel Freude bereitet und das hat dazu geführt, dass ich mich für Kunert,
Erbe, sonst wie, ich weiß gar nicht mehr, wie das Thema genau, also wie es, ja, wie das wörtlich hieß. Und weil Sie in diese Richtung fragen, es ergab sich dann plötzlich bei der intensiven Arbeit, das konnte ich Anfang dieses Kurses gar nicht wissen, ergab sich, dass das Ereignis hineinschmetterte, nämlich 1976, November, Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Das war während Ihrer Arbeitszeit? Das war in dieser Zeit, viel genau in die Zeit. Die Petitionen der Autoren, Autoren, eine Handvoll, der sich viele anschlossen. Günter Kunert gehörte zu den Erstunterzeichnern. Und es war fast jeden zweiten, dritten Tag gefühlt ein Ausreiseantrag dieser Petitenten bzw. anderer, die unterschrieben hatten. Das heißt, wenn wir es mal ein Stück rekapitulieren, zum einen haben Sie eigentlich ein Thema gesucht unter dem Stichwort Erbe, was ja auch eine typische bürgerliche Ausflucht aus der DDR-Welt. Also das Erbe war ja immer auch sanktioniert als etwas Wichtiges, das man pflegt, und zugleich war es nicht in die Politik einbegriffen. Und insofern für die bürgerlichen Bürger eine Möglichkeit, innerhalb des Staates sich mit etwas zu beschäftigen, was anerkannt war, was legitimiert war, was aber nicht sozialistisch eingemeindet war in einer gewissen Weise. Alles richtig, wenn Sie es noch ergänzen um den Satz und sagen, das war zumindest bei mir kein derart auf diesem Niveau reflektierter Vorgang. Ja, aber wenn man es rückblickend sieht. Es ergab sich rückblickend, ja, war, das hat mich einfach, das hat mich, ja, begeistert, gefesselt. Und heute würde ich den Deibel tun, Goethe als Vielschreiber, ja, zu bezeichnen, nein, was Günter Kunert gemacht hat. Damals, ja, großartig, ja. Gut. Und auch dieses ironische Element sozusagen auch der Kritik da drinnen. Nicht jetzt sozusagen Epigonen, wir setzen, ja, es fort, sondern auch das, wenn ich Kunert richtig verstehe in Ihrer Deutung, als jemand, der mit Heine die Ironie, mit Kleist auch die Verweigerung gegenüber der Gesellschaft stark schreibt. Für uns war das noch gar nicht die Diskussion, die ich damals begonnen habe, auch ein wenig zu rekonstruieren. Zum Beispiel Nachdenken über Christa T. von Christa Wolf. Das lag ein Stück zurück, aber es ging in die ersten Jahre meiner Studienzeit, dass der Tod plötzlich so ein Thema bekam, mhm, und ein solches Gewicht und die Rekonstruktion. Dass überhaupt der, können Sie das sagen zu dem Buch? Weil ich glaube, nicht alle sind über Nachdenken über Christa T. Will ich jetzt gar nicht aus. Da ist eine Befreundung in der Endnazi- und Anfang nach dem Krieg, Zweiten, mhm, Weltkrieg. Und die Freundin, eine mutige Freundin, die trennen sich beide aus historischen Gründen. Und dann treffen sie sich wieder und dann stirbt die eine. Und die Ich-Erzählerin greift das auf und denkt dieser Person nach und sagt, woran, mhm, ist sie, mhm, eigentlich gescheitert? Marcel Reich-Ranitzky hat irgendwie gesagt, an der DDR. Und Christa Wolf hat gesagt, das ist griffig, aber es trifft es nicht. Aber über solche, mhm, Verunglückungen, Unglücksfälle, über, mhm, solche ausgeklammerten Phänomene nachzudenken, das hat bei mir eine Rolle gespielt. Und ich wollte nur die Anekdote, mhm, zu Ende erzählen, mhm, mit Kunert. Dann lief diese Uhr, dass mir unser Sektionsdirektor damals, Werner Herden, ein Heinrich-Mann-Forscher, ein Kluger, auf der Treppe im Institut sagte, also ist ganz gut, dass ich mit Kunert, ist ja auch ein interessanter Autor, aber ich muss Ihnen sagen, wenn er morgen den Ausreiseantrag stellt, dann müssten Sie ein anderes Thema für die Diplomarbeit suchen. Und dann habe ich natürlich jeden Tag Nachrichten gehört und war glücklich, als irgendwie Günter Kunert erst hat. 4, 5 Monate nach meiner Verteidigung, das heißt, in die Bundesrepublik ging. Sie sind nolens volens sozusagen über diese Zäsur November 76, Petition, Kunert Teil der Menschen, die sozusagen aufbegehrt haben, der Schriftsteller, in einen politischen Kontext geraten, der ihre Arbeit gefährdet hätte? Der hätte die Arbeit gefährdet. Und der hätte die Arbeit gefährdet. Und eine Erklärung für diese Petition, das waren andere Studenten, Studentinnen, die das gemacht haben, die in dem Sinne mutiger waren als ich, die sind dann tatsächlich exmatrikuliert worden. Das hatte also, es war ein Großereignis in der kulturellen, in der Gesamtsituation der DDR. Aber das zeigt ja auch ein Stück, wenn ich es richtig verstehe, die Literatur als etwas, die Politik auch sozusagen problematisieren kann, die das Wort ergreift, die aber auch einen Schutzraum darstellt, in dem man sich sozusagen indirekt äußern kann, mit Unbehaglichkeiten, die man empfindet. Ja, ob ich diesen Zusammenhang damals so reflektiert habe, muss ich immer wieder sagen, weiß ich nicht genau. Aber
sehr wach und wahrscheinlich auch jetzt wieder durch meine Tätigkeit, dass ich mit Wolf Biermann noch mal jetzt etwas mehr zu tun hatte, wiedergeweckt, war dieses große Ereignis, dass da eine Ausbürgerung war, dass die Zeitungen randvoll waren. Man muss sich vorstellen, das Neue Deutschland, 3-4 Seiten wurden also nur Erklärungen, Positionen abgedruckt. Wir sind dafür, dass er ausgebürgert wird und so weiter. Und was dazu kam, im Fernsehen, im westdeutschen Fernsehen, 2 oder 3 Mal dieser Abend übertragen wurde. So etwas kannte ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Vielleicht kann man uns kurz mal ins Bild halten. Das ist eine der frühen Forschungsarbeiten in Sachen Biermann-Protokolle, Berichte zu den Folgen einer Ausbürgerung. Diesen Band haben Sie mit Ihren Studierenden in den mittleren 90er Jahren herausgebracht. Und der hat ja sozusagen auch eine Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte zum einen, was ich beeindruckend finde, die Vorgeschichte, dass Sie selber immer auch als Lehrender, später Studierende, wie Sie es selbst erlebt haben, im Forschungskontext hineingezogen haben. Und zum anderen auch, dass bestimmte jüngere Studierende noch ungewöhnliche Wege gewählt haben, um an Materialien zu kommen, die sozusagen erlauben, diese Biermann-Ausbürgerungsphase historisch überhaupt näher in den Griff zu bekommen. Ja. Wenn Sie ein Stück erzählen könnten, was es sozusagen auch mit diesen Quellen auf sich hat, das fände ich, glaube ich, auch ganz interessant, wie Forschung auch manchmal aus Zufällen entsteht. Genauso wie Lebensläufe Zufälle haben, gibt es auch sozusagen in der Forschung mehr Zufälle, als man oft denkt. Versuche so knapp, wie es geht, zu skizzieren. Eigentlich begann dieses Buch, das Sie gerade hochgehalten haben, begann eigentlich schon 1987. Da hat Peter Wruck, der auch der Lehrer von Herrn Professor Witzisler gewesen ist, der ja auch hier Gast gewesen ist, der hatte mit mir zusammen eine Veranstaltung ins Leben gerufen, auch unter Diplomarbeitsabsichten, die zu verteilen waren, Berliner Studenten und deutsche Literatur. Und wir haben so Namen gesammelt und haben gesagt, der auch und die auch und die auch und der auch. Und dann sagte Peter Wruck mit einer Gelassenheit, die man nur versteht, wenn man sich die damaligen Verhältnisse bewusst macht, naja, Biermann hat ja hier auch studiert. 1987 war der Name Wolf Biermann während unserer Ausbildung, während der Angebote an Lehre, absolut im persona non grata, ganz ausgeschlossen. Das heißt, es war ein indirektes Zeichen von Widerstand? Er hat ein Signal gesetzt und hat gesagt, wer möchte es machen? Und dann haben wir interessanterweise auch immer so kleine Einführungen gemacht. Die Einführung zu Wolf Biermann, die sollte eigentlich Annette Gröschner machen, die hat das ein bisschen versemmelt. Da hat sie einen sehr schönen Text dann später darüber geschrieben. Aber das war ein Auftakt. Und aus diesem Auftakt ergab sich 1989/90, dass wir wiederum eine sehr gute Gruppe hatten. Und wir hatten einen unglaublich energiegeladenen jungen Mann, der gesagt hat, jetzt müssten wir doch in diese Archive gucken, jetzt Parteiarchiv, da muss doch alles Mögliche sein. Das mit Biermann haben Sie damals, das muss doch jetzt fortgesetzt werden. Und der hat es getestet und ist in das damalige Parteiarchiv gegangen und Holger Jens Karlsson ist da hineingegangen und hat gesagt, ich würde gerne mal so sehen, was es so zu Biermann-Ausbürgerungen gibt. Und dann haben die ihm Tonbänder gebracht, Tonbänder, auf denen die Mitschnitte festgehalten wurden, der Gespräche, die geführt wurden von der Parteileitung des Schriftstellerverbandes, mit den Autoren und den Autorinnen, die ihre Stimme für Wolf Biermann gegen dessen Ausbürgerung erhoben haben. Um ihnen klarzumachen, jedem nach der besonderen Weise, wie er denn beschaffen ist oder wie sie beschaffen ist, um die Stimme, die Unterschrift zurückzunehmen. Darüber hat es viele Diskussionen gegeben, manche noch bis heute, viele Denunziationen, viel ganz kompliziert. Und da lagen plötzlich diese Tonbänder. Und es ist gelungen, diese Tonbänder abzuschreiben. Und mit diesen Abschriften haben wir, und zwar wirklich auch Ost-West-Studierende, was damals noch eine Rolle spielte, keine ganz unwesentliche, haben wir dieses Buch zustande gebracht. Und der damals noch ganz, ganz, ganz in den Anfängen angesiedelte Verlag von Christoph Links, der hat gesagt, es ist genau was wir hier vorhaben, Ost-West-Ost-DDR-Geschichte, ausgesparte Geschichtsteile, Kulturgeschichte, Literaturgeschichte, die sollen ein thematischer Schwerpunkt sein.
Und das hat das große Glück nach sich gezogen, dass das ein Buch wurde. Und zum Beispiel August Winkler ein Gutachten geschrieben hat und Klaus Hermsdorf hat eins geschrieben. Also historisch gesehen, ich schmunzel ein bisschen, weil das damals irgendwie eine andere Art von Normalität hatte, ist es plötzlich ein historisches Unikum. Das heißt, es ist ein Stück weit auch an Wolf Biermann die Möglichkeit, Problemgeschichte, deutsch-deutsche Problemgeschichte in der Literatur verkörpert zu schreiben, die über den Tag hinaus, als sie entstand als Problem mit 76er Ausbürgerung, Relevanz behält. Zum einen für Biermann selbst, zum anderen für die deutsch-deutschen Verhältnisse, aber auch sozusagen zur Geschichtsschreibung der Literatur, weil, wie Sie sagen, ein ganzer Raum, eine ganze Konstellation von wichtigen Stimmen sich in dieser Zeit gesammelt haben, um für Biermann zu sprechen, um die Protest zu erheben. Und diese Stimme nicht irgendwer war, sondern auch verkörperten diejenigen, die Qualität hatten, die Bewusstsein hatten, die ihren Beruf als Schriftsteller, Schriftstellerin so ernst nahmen, dass sie sagten, an der Stelle können wir das, was parteipolitisch entschieden wird, nicht einfach abnicken, nicht einfach dulden. Ja, und deutlich wird, Herr Bormuth, deutlich wird dabei eben auch, dass die Leute, die da auf der anderen Seite, also die Leute, die auf der anderen Seite, die also sich, die sagten, so darf man nicht mit einem Schriftsteller umgehen, dass das sehr, sehr verschiedenartige Motive waren, von denen die bewegt waren. Das waren sehr unterschiedliche Begründungen. Die waren nicht alle genauso. Franz Fühmann hat die Dinge anders beurteilt als Christa Wolf. Oder ja, es gab Abschattierungen, die Jurik Becker sowieso, also die. Diese Forschungsrichtung hat ein bisschen, wie soll ich sagen, Steine gelockert, um zu sagen, Opposition ist nicht gleich Opposition, sondern Opposition oder Leute, die diese DDR etwas anders gesehen haben in einer bestimmten Phase, die haben auch unterschiedliche Positionen. Also das ist nicht ein homogener Kreis, sondern er ist heterogen. Und wenn ich es richtig verstehe, sozusagen die Situation, diese Grenzsituation, würde Jasper sagen, dieser Biermann-Ausbürgerung politisch gesehen, ist eine, in der sich entscheidet, wer von den Schriftstellern und Schriftstellerinnen bleibt, sich sozusagen in aller Opposition einem Leben in diesem Land vorstellen kann. Und wer von denjenigen sagt, das ist sozusagen der Tropfen oder das Wasser, was das Fass überlaufen bringt. Und in dem, wie bei Günter Grunert oder Jurek Becker, dann die Entscheidung fällt, oder Sarah Kirsch, in den Westen zu gehen. Das heißt, das Land, in dem man bis dahin auch identisch war als Schriftsteller, in dessen Kreisen man geschrieben hat, sich verständigt hat, hinter sich zu lassen. Und das hieß ja damals zu diesen Zeiten noch eine Unmöglichkeit, tatsächlich noch im Austausch zu bleiben und damit Teil der Westliteratur zu werden. Also eine enorme Wegscheide eigentlich, diese Biermann-Ausbürgerungsgeschichte. Ja. Die mit ihm eigentlich und seinem Werk gar nicht mehr so unendlich viel zu tun hatte. Das ist bitte den Anlass sozusagen für diese Art der Stellungnahme und der Entscheidungen auf Seite dieser Schriftsteller. Ja. Wenn wir können ja nicht alle behandeln, das ist ja eine ungemeine Menge, aber doch, das wäre für mich interessant. Sie haben zum einen über Günter Grunert gearbeitet. Sie haben auch hier in Oldenburg schon über Franz Fühmann vorgetragen, der Ihnen auch nicht unvertraut ist. Sie haben sich mit Gerhard und Christa Wolf beschäftigt in Gesprächen. Sie haben viele andere auch interviewt, in Briefen befragt. Ihr Band Stille Post, auch ein wichtiges Buch, ich mag es auch nochmal hochhalten. Das ist ein wunderbares Werk, was zur Sache auch passt. Stille Post, inoffizielle Schriftstellerkontakte zwischen West und Ost, die sozusagen auch gerade nach dieser Zäsur entstand überhaupt, diese Spannung und die Möglichkeit, der Wunsch, den Austausch noch zu suchen, ist ein Buch, was vor allen Dingen davon lebt, dass Sie sowohl im direkten Gespräch als auch in der Anfrage per Brief eine große Zahl von verschiedenen Autoren, Autorinnen zu ihrem Selbstverständnis unter diesen politischen Verhältnissen Ost-West befragt haben. Und damit sozusagen auch eine Art Panorama der möglichen Positionen abbilden, wenn ich es richtig verstehe, wie man sich eben in diesen deutsch-deutschen Zeiten verhalten hat, was die eigene Stimme kenntlich gemacht hat. Ja, das ist eine immense Sache, die man so im Einzelnen studieren kann. Aber wenn wir heute in unserem Gespräch
was ja zeitlich begrenzt ist, versuchen wollen, einige charakteristische Züge zu beschreiben, dann fiel mir ein, eben die eine Person, Franz Fühmann auch, der ja als Schriftsteller 1984 dann verstorben an einer Tumorerkrankung zu früh, der in seinem berühmten Trakel-Essay geschrieben hat, die Wahrheit viel Schmerz, also er mit großem Pathos, sondern auch die politische Situation und die Aufgabe des Schriftstellers, in ihr eine Stellung zu beziehen, formuliert hat und zum anderen diesen Anspruch immer als jemand, der sagt, ich will diesem sozialistischen Land, das sozusagen nach dem faschistischen Deutschland bis 1945 für ihn die bessere Alternative war, die Treue halten. In diesem Spannungsfeld, wenn ich es richtig verstehe, hat sich Franz Fühmann in seinem erzählerischen, essayistischen Werk bewegt, auch autobiografischen Werk, 22 Tage, Hälfte des Lebens, in Ungarn entstanden, 76. Wie würden Sie ihn einschätzen? Was ist an ihm herausragend? Was ist problematisch in diesen Jahren auch? Herr Bo, vielleicht noch ganz kurz, ein ganz kurzer Rückblende auf das Profil Stille Post und auch den zwei Büchern, die danach noch vergleichbarer Art entstanden sind. Deren Hintergrund, starker Hintergrund ist unter anderem nicht gleich die Antworten zu wissen. Nicht gleich zu sagen, wir wissen ja, also wir geiseln jetzt alle, was DDR ist, wir geiseln, sondern einfach zu sagen, es gibt viele, viele Dinge, von denen wir noch nichts wissen. Es gibt Zeitzeugen, es gibt Archivbestände, es gibt eine Fülle von Informationen, die vielleicht diesen Mainstream von Meinung, der sich durch die Medien in Wahnsinnsschnelle verbreitet hat, ein bisschen relativiert, ein bisschen verunsichert. Also im Sinne eines Botanikers, der erstmal sammelt. Ja, und nicht gleich sagt, es gibt die und die, nicht gleich eine Idee davon hat und entwirft. Deswegen, als ich die Bücher jetzt nochmal hier auf der Fahrt durchgeblättert habe, dachte ich, das ist anregend auch für Menschen, die jetzt nicht gleich die Kenner schlechthin sind. Und die nicht eine Monographie von 500 Seiten über Literatur aus der DDR lesen wollen. Nur noch als Ergänzung. Es ist ein unterschiedliches Profil der Beiträge, eben auch von der Generation, die damit gar nichts mehr zu tun hat, weil sie 1985, 1992 bis dann zum Schluss um die 2000 geboren wurden. Das heißt, auch bestimmt sozusagen mündliche Geschichtsschreibung und, oder auch in Briefen, das heißt, es wird gesammelt, um denen, die nachgeboren sind, überhaupt eine Ahnung zu geben, was passiert ist. Ja, und möglicherweise auch andere Schlüsse zu ziehen, als wir gezogen haben oder als ich gezogen habe. Das nur noch als Rückgriff. Franz Fühmann nimmt jetzt in diesem Reigen eine Sonderstellung. Also man muss ihn wirklich rausnehmen und ich... Um nur mal anzudeuten, wir denken immer, dass die Autoren, die in der DDR gelebt haben und in Konflikte mit der DDR gekommen sind, dass die alle irgendwie genauso oder ähnlich gewesen seien. Günter Kunert und Franz Fühmann sind nicht sehr ähnlich gewesen. Franz Fühmann hat Wolf Biermann in den Taschenkalendern eher mit Abstand, unernst, also Propaganda gegen Propaganda, also er hat ihn... Das war nicht sein Mann. Das muss man sich immer bewusst halten. Dieses ganze Metier, über das wir jetzt reden, ist viel, viel lebendiger, ist viel, viel frischer. Also bei aller Opposition gegen die Oberen gab es innerhalb der Schriftsteller ganz große Unterschiede und Distanzen. Über die man sich dann nach 1990 gewundert hat, als die aufgebrochen sind. Aber zurück zu Fühmann. Der beschäftigt mich anhaltend. Ich weiß nicht, in welchem Maße er mich beschäftigt, weil es... ein Autor ist, der in der DDR gelebt hat. Das muss ich auch ehrlich sagen. Es ist einfach eine große Gestalt eines Autors, der in keiner Phase seines Lebens das als einen endgültigen Stand klassifiziert hat und gleichsam gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt aus dieser Weisheitsposition entwickle ich alles. Es ist einer, der geboren ist in Böhmen, was wichtig ist, der dann bei der SA war, der dann in den Krieg geht, der dann in die Kriegsgefangenschaft geht, der dann in die DDR geht, der in eine Blockpartei geht als Kulturfunktionär, der da rausgeht, der dann freier Schriftsteller wird. Das heißt, ich deute das nur an. Aber das heißt, wenn ich richtig verstehe, der einen
sehr langen Entwicklungsgang hat, ja. Der erstmal als junger Mann, als Soldat in der frühen Nachkriegszeit eigentlich in den staatlich jeweils herrschenden Konventionen sich eine Rolle auferlegen ja. lässt oder sie wahrnimmt und das relativ langsam und spät dieses Rollenverständnis innerhalb eines Staates, so NS zuerst und frühe DDR, hinterfragt. Ja, und wichtig für mich dabei war, dass diese Art von biografischer Erzählung sehr schnell so eine fest war. Man sagt, das ist einer, der sich immer wandelt, der sich immer geändert hat und so. Und ich gemerkt habe, wenn man sich genauer mit ihm beschäftigt, das setzt schon früher ein. Auch sein Selbstbild, wie er es beschreibt, dass er hat es bedient. Er hat gesagt, also da habe ich das und das ganz eisern geglaubt als NS, also während der NS-Zeit. Oder nach 1950 war ich ganz und gar Parteigänger. Wenn man die historischen Dokumente sieht, wenn man seine Taschenkalender sich anguckt, die nicht leicht zu lesen sind, aber voller Informationen, dann merkt man, das ist eben auch ein Prozess. Er ist schon das gewesen, was er später mal wird, wie er mal formuliert hat. Also es ist kein Nacheinander, es ist ein Miteinander. Das hat mich bei ihm sehr, sehr interessiert. Und mich hat interessiert und mich fasziniert, das hat wahrscheinlich mit einer so persönlichen Faszination oder Begeisterung zu tun. Mich hat fasziniert, dass einer unbeirrt, ob ihm etwas Verlockendes hingestellt wird, dass er nicht korrumpierbar ist, dass er nicht nachgibt, wo er den Eindruck hat, ich darf nicht nachgeben. Und ich kann mich an den Augenblick erinnern. Haben Sie ein Beispiel dafür? Ich kann mich an den Augenblick erinnern, als ich zum ersten Mal 22 Tage dieses Ungarn-Tagebuch gelesen habe, 73, glaube ich, herausgekommen. Und ich bin auf diese Seiten gekommen, die ich seitdem vielen Studentinnen und Studenten immer wieder ans Herz gelegt habe oder kopiert habe und mitgegeben habe. Als ich an die Stelle gekommen bin, wo er sagt, ich bin über Auschwitz zum Sozialismus gekommen und wo er diese Frage aufwirft, die ich bis dahin nie gehört habe und nie gelesen habe, was hätte ich getan, wenn ich also an diesen Öfen in Auschwitz gestanden hätte? Heißt, wenn ich zufälligerweise in eine andere Rolle reingekommen wäre? Wenn ich nicht irgendwo Funker oder sowas gewesen wäre und mit der hohen Entschiedenheit nicht sagt, ich hätte Widerstand geleistet, das hätte ich keinesfalls gemacht, sondern diese Frage so gnadenlos an sich heranlässt. Das hat mich tief, das berührt mich bis heute. Das berührt mich bis heute. Das heißt auch als Fähigkeit zur Selbstkritik, zur Demut? Eindeutig. Eindeutig. Der auf der einen Seite immer noch diesem Gebilde DDR, diesem, über das wir vielleicht noch ein kurzes Wort nachher reden könnten, immer noch irgendeinen Kredit einräumt, aber alle Indizien, alle privaten, persönlichen Notierungen eigentlich schon das Ganze als erledigt fixiert. In dem einen Buch, in dem Auslaufmodell, habe ich mir seine Zeitschriftensammlung. Er hatte immer Zeitungen ausgeschnitten und die nicht immer so ausgeschnitten in den Taschenkalender geklebt. Da steht dann auch bei einer Kolumne im ND steht dann oben drüber Goebbels-Stil. Goebbels-Stil. Oder eine Zeichnung von, ich glaube, damals dem israelischen Krieg. Dann ist eine Karikatur ganz eindeutig antijüdisch, also mit der Nase und sowas. Das ist Stürmer, Ausrufezeichen. Also da merkt man, was diese eine Person austrägt, aber was sie auch immer wieder versucht, sagen wir mal, zu aktivieren, um etwas dagegen zu setzen. Das hat mich fasziniert. Ich meine, wenn man sieht, ich habe noch in Vorbereitung unseres Gesprächs auch in den Briefen zwischen Fühmann und Christa Wolf gelesen, auch in diesem Jahr nach 76. Beide versuchen ja gegenüber den staatlichen Stellen, Christa Wolf als Parteimitglied sogar, die den Genossen Honecker mit Du anspricht, Fühmann, der ihn mit Sie anspricht, aber auch direkt dem Staatsratsvorsitzenden schreibt. Beide versuchen für diejenigen, die verfolgt werden, auch als Studenten, als junge Dichter, das Wort zu erheben, auch um Nachsicht zu bitten, um eben Rücknahme dieser Entscheidung und sind aber doch, das war mein Eindruck, sehr deutlich, aber vorsichtig, in einer gewissen Weise vorsichtig im Sinne von sich bewusst, dass sie selber innerhalb dieses Sozialismus als Rahmen denken und auch dieses Land als solches bejahen und dem immer noch positiv unterstellen,
eigentlich, wie das Fühlmann schreibt, auf einem demokratischen Weg zu sein. Mhm. Also ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen würden. Also und wenn ich jetzt Ihre Taschenkalender, was Sie sagen, auch die Kritik an NS-ähnlichen äußeren rhetorischen Mitteln, ist dann sozusagen Fühlmann jemand, der gegenüber Honecker versucht, noch etwas zu retten, aber innerlich vielleicht schon ahnt, dass dem nicht so ist? Ich schiebe das jetzt vielleicht etwas indirekt auf Ihre Frage reagiert. Ein bisschen anekdotisch. Es gab eine Veranstaltung zu Ehren oder Erinnerung an Karl Nickel, auch ein Schriftsteller in der DDR, der lebt schon nicht mehr, sein Nachlass ist in Marbach. Da war unter anderem auch Volker Braun auf der Bühne und man diskutierte, Kerstin Hensel. Wichtiger Brecht-Schüler, heute noch lebend in Berlin. Ne? Ganz, ganz wichtiger Autor, wirklich ja wichtiger, der seit Mitte der 60er Jahre Surkamp-Autor ist. Und die sprachen wie so ausgemacht darüber, also die Idealbildung, und man muss doch vorstellen, man hat ein klopfendes Herz, jetzt ist das andere Deutschland eingerichtet, die Deutsche Demokratische Republik nimmt das wahr, trägt das, die Idee wird dort bei allen Fehlern behütet. Und dann in der Pause kamen Frau Braun und Herr Braun kurz und wir begrüßten uns und dann ging das Gespräch und dann sagte ich, wissen Sie, Herr Braun, was für mich als Hochschullehrer am schwierigsten ist, den Studentinnen und Studenten, die ich jetzt habe, also die sagen mal um 2000, vor einem Jahr, ein bisschen vor einem Jahr, klar zu machen, oder noch nicht, also so eine kurze Öffnung war und man solche Veranstaltungen machen, das klar zu machen, das verstehen die nicht. Die verstehen nicht, dass man mit dieser DDR, so wie sie die aus historischen, aus den Geschichtskurs oder so, verstehen sie das Grundlegende nicht. Warum Leute wie Anna Segers, wie Christa Wolf, wie Volker Braun so lange ein so merkwürdig positives Verhältnis zu dieser, ich sage es nochmal, Idee DDR haben. Da hat er sich abgewendet und da wollte er nicht drüber sprechen. Aber das ist ein zentrales Problem, weil ich verstehe die frühe Lyrik von Volker Braun nicht, wenn ich das nicht begreife. Ich verstehe Anna Segers. Also die Hoffnung, das Utopische. Überhaupt, ja. Dass das eine lebensprägende Kraft war, die dazu geführt hat, Haltungen auch zu haben. Bei Anna Segers habe ich das gerade nachgelesen, weil ich am Samstag eine Veranstaltung dazu habe. Alle ihre Beobachtungen, das war runterzuhalten, die negativ sind, runterzuhalten und sagen, aber entscheidend ist, dass hier etwas völlig anderes, Neues aufgebaut wird. Ganz, also ohne das kann man, glaube ich, über diese Schriftsteller und Schriftstellerinnen nicht ernsthaft reden. Wir hatten das schon im Gespräch mit Edmund Witzisler gehabt, ein Stück, um Brecht zu verstehen. Auch mir ist es aufgefallen, in anderen Kontexten der Exilforschung, auch im Blick auf Arnold Zweig zum Beispiel, der als Exilant in Israel, in Palästina damals noch lebend, zurückkommt in die frühe DDR bis 68 lebt und doch zunehmend auch merkt, dass nicht alles, was er geschrieben hat, wie auch sein Freud-Essay oder Begegnung mit Freud, nicht alles veröffentlicht werden kann. Und ja doch in einer gewissen Weise, wenn man seinen Brief zum Beispiel mit Leon Feuchtwanger liest, eine gewisse Reserve spürbar ist gegenüber den offiziellen Stellen, aber doch eine klare Entschiedenheit, im besseren Deutschland mit der besseren Utopie sich aufzuhalten. Also der Westen ist keine Alternative, obwohl man schon die Einschränkungen sieht und auch die Zensur, die ausgeübt wird, auf die Literatur deutlich spürt und nicht sehr positiv betrachtet. Ja. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr komplex, sehr, sehr schwierig und auch nicht mit einem Satz zu beantworten. Es fällt uns auch deshalb schwer. Denen heute fällt es schwer, weil sie so viele Fakten kennen aus dieser Geschichte, wenn sie wollen, aus dieser Nachkriegsgeschichte. Wenn sie so viele, wie soll ich sagen, Gefängniszeiten, Staatssicherheitszeiten, also all diese sehr starken historischen Phänomene, die zur Geschichte der DDR gehören, die kennen die. Die andere Generation von Anna Segers, die kannten wiederum die Geschichten, die die Leute mitbrachten aus dem Exil oder sie kannten die Geschichten, die sie aus der Sowjetunion mitbrachten. Und da kommt etwas zusammen, was nicht mit einem Brückenschlag so leicht ich habe viele Dinge, solange ich in der DDR gelebt habe, schlechterdings nicht gewusst, also wirklich nicht gewusst, nicht aus Nachlässigkeit oder aus Verdrängung, sondern die waren mir gar nicht gegenwärtig.
Auch wieder eine Anekdote, die Sie mir nicht verübeln dürfen. Der ganze Bereich antijüdisch, antisemitisch ist noch ein großes Forschungsgebiet. Und zwar ein der ernsthaften, nicht des polemischen. Als ich einige Begegnungen mit Herrn Biermann und mit Frau Biermann hatte, kamen wir plötzlich darauf, Kurt Hager, hoher Kulturfunktionär, Minister, großer Einfluss, sehr großen Einfluss auf die lange Jahre, auf die DDR-Kultur, ist, wie mir Gerhard Wolf, wie nebenbei gesagt hat, Jude gewesen. Niemand hat darüber bis jetzt in irgendeiner Weise genauer geschrieben. Günter Kunert wusste das. Und jetzt, wenn man das weiterspringt, Kurt Hager ist aus dem Westlichen, also war ein Westimmigrant, der in der DDR dann in diesen Kontext hineinkam und versucht hat, besten Wissens, besten Gewissens oder eben auch mit den Mitteln, die er zur Verfügung hatte, in diese Kulturprozesse einzuschalten. Sie merken, das ist kompliziert, aber es ist nicht leichter zu kriegen. Es ist nicht leichter zu kriegen. Und da merkt man dann, welche, wenn man in den Versuch, etwas tiefer in diese unterschiedlichen Phasen von Literatur, die in der DDR geschrieben und verbreitet und verboten und dann in irgendeiner Weise in den Westen oder wohin, auf welches Gebiet man sich nach wie vor begibt, was nicht mit einem Federzug einfach zu klären ist. Mhm. Ja? Stellen Sie sich vor, nur um das als Pointe noch zu sagen, stellen Sie sich vor, also Fühlmann ist eingeladen zu Kurt Hager und sagt, hätte in irgendeiner Weise gesagt, was fällt dem jüdischen Kurt Hager, was fällt dem denn ein? Der müsste doch wissen, wie schwierig das ist, unter solchen Druck zu kommen. Solche Vorgänge kommen in Bewegung, wenn man, glaube ich, Studien wie diese macht und nicht gleich das Urteil hat, sondern erst einmal sagt, was sind... Den Befund aufnimmt. Einen Befund aufnimmt. Und bei dem Befund glaube ich nach wie vor, dass er viel, viel, viel Material noch birgt, das wir heben sollten. Und wenn ich diesen Befund richtig verstehe, heißt es doch, dass diese Biermann-Zeit 76 doch wie im Grunde wie so ein Wettersturz ist, was die Utopie angeht. Also sind ja einige Jahre Honecker Vorsitz der Partei und des Staatsrates unbedingt da. Und eigentlich war eine gewisse Hoffnung aufgekeimt. Und mit der Biermann-Ausbürgerung wird sehr deutlich, dass das politische Klima sich sturzartig verändert, verschlimmert, kann man sagen. Mhm. Und all die Hoffnungen der älteren Generation, der mittelalten Generation, zu der Christa Wolf noch gehört, Fühlmann ist schon älter, sind zumindest desillusioniert in einer gewissen Weise. Fühlmann 1922, Christa Wolf 1929. Ja. Also etwas jünger, aber zumindest diejenigen, und das ist ja auch das Anliegen von Fühlmann und Christa Wolf pädagogisch, die jetzt junge Leute sind, zwischen 25, 35, 40, die aufbrechen, die kritische Elemente vertreten als junge Schriftsteller, die sozusagen vom Staat auch an den Rand gedrückt werden, zum Teil kriminalisiert werden, in Untersuchungshaft kommen. Das heißt, diejenigen, die eigentlich die Utopie weitertragen sollten, machen Erfahrungen mit dem Staat, die ihnen kaum möglich machen, dieses utopische Element selber noch zu entwickeln. Ja, das, also glaube ich, eine Übereinstimmung, wenn man diese Petentinnen und Petenten nimmt, wenn eine Übereinstimmung gab es, das sind humane Verhältnisse. Und in humanen Verhältnissen darf das nicht passieren. Und sie haben diese Parallele, und das ist die schärfste und die bitterste, die auch reflektiert wurde, da kann man gute Zeugnisse in Sachen Biermann nachlesen. Das ist die Ausbürgerung, war die Praxis nach 1933. Und das ist und bleibt eine Ungeheuerlichkeit. Das heißt, an der Stelle waren sozusagen historische Analogien erstmals gegeben, die sozusagen dieses Bild, wir sind diejenigen, die den Faschismus nicht mehr möglich machen, eigentlich konterkarieren. Natürlich und ja auch zu Recht. Wenn wir darüber jetzt so reden, in dieser Parallelität, dann wissen wir es und sagen es mit Entschiedenheit. Die Zeit zwischen 33 und 45 ist nicht gleichzusetzen mit der Zeit zwischen 1949 und 1990. Und wer dies macht, ist leichtfertig. Oder ist polemisch oder hat das quasi Absicht. So eine... Also wer sagt, Diktatur ist gleich Diktatur, weiß nicht, was passiert ist. Das ist vollkommen, nein. Also da kommt es auf das historische Detail an. Ja. Aber was man sagen kann, dass mit der Biermann-Zeit sozusagen die Hoffnungen,
dass die DDR auch etwas Utopisches verwirklicht, zumindest in der jüngeren Schriftstellergeneration gänzlich verloren gehen. Ja. Ja. Und die Eltern. Wir setzen Prozesse ja ein, die Sie auch kennen und vielleicht auch einige, die der nächsten Generation. Dann setzen dann diese Loslösungen vor, wir wollen mit dem ganzen Zeug gar nichts mehr zu tun haben, was dann mit Prenzlauer Berg-Beziehung oder autonomer Literatur oder Leute, die einfach gesagt haben, ich will gar nicht in euren Schriftstellerverband, ich brauche auch keine Westreisen. Also dann setzt du ein. Das war's. Gehst also auch Leute wie Johannes Jansen zum Beispiel später auch. Zum Beispiel Johannes Jansen oder auch aus dem Kreis, jetzt fallen mir leider nur die ein, die für die Staatssicherheit gearbeitet haben. Sascha Andersen und Rainer Schädlinski. Aber da gab es eine ganze Reihe von Autoren. Bert Papenberg. Am Ende dann Annette Groschner, die ja auch in dieser letzten Phase, die Distanz sehr deutlich gelebt hat und daraus eine große Schriftstellerbiografie gemacht hat. Oder auch jemand wie Lutz Seiler, ist ja auch der Seiler, im ja Übergang gelebt, ja, der im Grunde noch diese letzte Prenzlauer Berg-Szenerie mitbekommt. Ja. Oder Doris Grünbein. Lutz Seiler habe ich kennengelernt 1990, glaube ich. Da kam er nach Berlin und wollte eine Arbeit schreiben, Dissertation schreiben über Elke Erb, die geradezu als die Autorin, die Lyrikerin in der DDR lebende Lyrikerin galt, die diesen jungen Leuten gesagt hat, kommt, lasst euch nicht in irgendein Schubfach schieben, schreibt, was ihr schreiben müsst. Manches finde ich gut, manches finde ich schlecht, aber die eine Integrationsperson, eine Bezugsperson gewesen. Das ist ganz wichtig. Ich freue mich sehr, dass sie im vergangenen Jahr den Georg-Büchner-Preis bekommen hat. Das heißt, damit ist sozusagen jemand geehrt mit dem Büchner-Preis, der Versuch in diesem letzten langen Jahrzehnt, kann man sagen, der ehemaligen DDR, den jungen Schriftsteller eine Auslucht in dem Rückblick auf sich selbst, in einem gewissen inneren Rückzug, ja, in einem anarchischen Element, auch romantischen Rückzug, kann man ja auch sagen. Alles vorhanden in diesem ganzen Topf, kunterbunter Topf, und der ist aber gerade der Gewinn. Und Christa Wolf und Franz Fühmann sozusagen als diejenigen, die versuchen noch zu retten, was zu retten ist, in dieser Generation in Verbindung mit dem Staat und eigentlich im Grunde nur Schadensbegrenzung betreiben, wenn ich es richtig verstehe. Oder was ich. Ich denke über die, also die beiden immer noch sehr nach und auch wie sehr sie zu in einem Atemzug genannt werden können. Sie verbindet sicherlich NS-nationalsozialistische Sozialisationsphasen, bei Fühmann länger, intensiver als bei Christa Wolf. Und Christa Wolf lebt eben nicht bis 1984, sondern sie lebt weiter und hat einen schwierigen Prozess zu durchlaufen von einer völlig unangemessenen und ihr, glaube ich, auch eher unangenehmen Rolle einer, mit merkwürdigem Glanz versehenen, ja, so Bild bei sehr vielen Leserinnen und Lesern in der DDR, dann dem Absturz nach 1990 als Staatsdichterin. Das ist ein anderer Reflexionsraum, der sich dann öffnet als bei Fühmann. Aber die beiden verbindet zumindest dann, wir haben eine Verantwortung, sowohl den Texten, die wir lesen und die wir schreiben in diesem Staat der DDR, und wir haben eine Verantwortung denen gegenüber, die zu schreiben beginnen und andere Erfahrungen haben, als wir uns wünschen. Und zwar auch Fühmann wie Christa Wolf. Keinesfalls war es so, dass die Leute, die sie gefördert haben, Dieter Schulz oder andere, nun unbedingt die waren, die ihnen sympathisch waren. Oder wo sie gesagt haben, das ist jetzt das Größte von Großen. Also wenn ich Sie verstehe, auch sozusagen Kritik innerhalb bestimmter Grenzen, die schon formuliert, aber doch mit einem deutlichen Blick darauf, dass das Land als solches seine Berechtigung hat und auch, dass Deutschland ist, was man fördern möchte. Das denke ich auch. Also bei beiden, die Wiedervereinigung oder Vereinigung oder die Zusammenführung der beiden ist nicht in Ihrem Programm an sich enthalten gewesen. Jedenfalls nicht in der Zeit, über die wir jetzt reden, ist es ein denkbares oder ein anzustrebendes Konzept gewesen. Was mir auch auffiel. Fühmann hat ernsthaft überlegt, aus der DDR wegzugehen, weil er einfach erschöpft war, bei jedem Buch, bei jedem Text Kämpfe durchzuführen, die er nicht mehr durchführen konnte, um Sätze, die
ihm wichtig waren, also dieser Grad von Erschöpfung. Aber die Bundesrepublik in ihrem Profil war keine Alternative. Ja, und hat ihn auch, also wird behandelt. Vor rund einem Jahr war Wolfgang Hegewald, der Schriftsteller, ein junger Fühlmann-Zögling, da dem Fühlmann dann im Grunde auch, ich glaube, 84 ist Hegewald in den Westen gegangen, sagte also, wenn du gehen musst, geh. Ja. Das glaube ich, da war ja auch durchaus jemand, der sagt, wenn es dein Weg ist, musst du den gehen. Und auch mit dem Entsetzen gegenüber der Staatsführung, wie könnt ihr solche Leute gehen lassen oder sie dazu bringen, dass sie gehen wollen. Ein letztes Element, was mir bei beiden auffällt, was ich, glaube ich, wichtig finde, auch für diese intellektuellen Stimmen, der Ausgriff im Grunde auch, was das Erbe betrifft, auf mythische Kontexte, antike Kontexte, die sie sozusagen bedienen, um auch Möglichkeiten zu haben, innerhalb der Gesellschaft Sprachen zu prägen, Bilder zu prägen, die Zeitkritik äußern können, wenn ich es richtig verstehe, ohne direkt anzustoßen. Das ist ja auch eine Möglichkeit gewesen. Finden Sie bei beiden, nicht umsonst ist Cassandra ein internationaler Bestseller geworden, der, glaube ich, gar nicht mehr nur so auf der Folie von DDR oder von Frauenbewegungen in der DDR oder sowas zu lesen gewesen ist. Sehr aufregendes Buch, großes Buch. Und bei Fühlmann genauso. Wobei ganz, ganz wichtig ist, vielleicht jetzt gegen Ende unseres Gesprächs, ganz wichtig ist, dass bei diesem Zugriff auf Mythen nicht nur der Hintergrund war, und den findet man bei einer ganzen Reihe von Autoren, die in der DDR Autoren, die in der DDR geschrieben haben, verschlüsselt oder sowas zu schreiben oder ja, also um die Ecke rum, sondern dass der Hintergrund auch war, dass man Kunst und sich in eine große Kunstlinie stellte. Wer eben Cassandra aufruft, ruft jetzt nicht nur so einen kleinen und unter der Hand schreiben wir mal ein bisschen was über einen Spitzel oder sowas, sondern da kam große Menschheitsgeschichte. Also abendländische Literatur. Der Messias von Fühlmann, den schreibt er kurz nach der Biermann-Ausbürgerung und kämpft in dem Taschenkalender um diesen Stoff, weil er sagt, ich muss hier nicht in einer kleinen Geschichte, in einer Anspielungsreihe, die dann nur im Westen erscheint, sondern das muss ein Kunstdokument sein. Wieland Förster, Bildhauer, befreundet in der DDR, Bildhauer befreundet mit Fühlmann, der sagt, lass doch mal diesen ganzen Scheiß weg. Lies doch das nicht immer, jeden Gedanken schon mit dieser DDR im Hintergrund, sondern mach, was du machen musst, und zwar nur du mit den Gestaltungen, die du aus der mythischen Welt hast. Und dann guck mal, was rauskommt. Also in den Kunstbereich hineinzukommen und als Künstler zu agieren und nicht als ein verkappter Politiker, Kulturpolitiker oder so. Ja, da ist ein großer eigener Auftrag, nicht nur einer, der einem von außen gestellt wird. Das heißt, wenn ich verstehe, auch die Literatur als Medium, als Möglichkeit, über konkrete politische Kontexte hinaus Menschheitsprobleme anzusprechen, die man sozusagen auch mit den Mitteln der Tradition und im Horizont der Tradition anspricht und sich damit sozusagen einen abendländischen oder weltliterarischen Kontext zu stellen, zu dem auch die Bibel gehört, die Antike gehört, die philosophische Tradition gehört. Und das würde, und das halte ich auch für einen wichtigen Punkt, nochmal ins Gespräch zu bringen, doch auch heißen, dass all diese politischen Probleme, von denen wir sprachen, sind vorhanden, prägen die Literatur, aber diese Literatur geht nicht in der Politik auf. Ja. Sondern und sie ist nicht nur zu verstehen, das ist das Bestreben, was auch dahinter, nicht nur dann so zu verstehen, in 20, 30, 40 Jahren, dass man Anmerkungsapparat unter jedem, damit ist jetzt das gemeint, damit ist eigentlich das gemeint, sondern diese literarischen Texte, ob Lyrik, ob Drama, die sollten ihre dauerhafte Wirkung haben, weil sie eben große Literatur sind, so wie wir Goethe, Heine oder Fontane lesen. Das heißt, die kommen aus historischen Konstellationen heraus, von denen sie auch Stoffe, Themen, Färbung hernehmen, aber so wie sie bearbeitet sind, auch im Dialog mit der großen Tradition, sind sie sozusagen literarische Stücke, Werke, die in dem Sinne über die Zeit hinaus auch sprechen. Ja. Und damit eine gesamtdeutsche Literatur. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man dann auch sagen kann, dass diejenigen, die in den Westen gegangen sind und diejenigen, die im Osten geblieben sind, in dem Sinne durchaus in einer Literatur geblieben sind. Und ich würde sogar keine Scheu haben, das Wort gesamt davor zu streichen und zu sagen, deutsche Literatur.
mit bestimmten historischen Kontexten, bestimmten Ausprägungen, die unterschiedlich sind. Aber sofern es Qualität hat an Literatur, geht es über den historischen Entstehungskontext hinaus. Und das wäre auch ein Qualitätszeichen sozusagen. Unbedingt. Dass man die Texte heute lesen kann, nicht nur mit dem historischen Interesse, was haben sie politisch-moralisch gesagt, sondern was haben sie moralisch grundsätzlich gesagt über die Situation des Menschen. Ja. Kein Ort nirgends kann man mit großer Bewunderung, mit großem Gewinn, mit viel Freude lesen, ohne auch nur ansatzweise eine Vorstellung zu haben, dass es eine sehr nahe Reaktion auf die Ausbürgerung von Wolf Biermann ist. Das heißt, Sie als Literaturhistoriker für die deutsche Literatur in einer gewissen Weise, wenn da jemand, der auch sagen würde, man muss eben die historischen Schichten unterscheiden können, in der Literatur lesbar ist. Es gibt eine direkte historische Schicht, die man sozusagen philologisch aufarbeitet, historisch kontextualisiert. Und dann gibt es eine mehr philosophisch-kulturhistorische Schicht, die weit darüber hinausgeht. Ja. Ja, das finde ich, glaube ich, ganz wichtigen Punkt auch zum Verständnis der Stimmen Ost und West, dass man dann im Grunde doch auch sagen kann, dass diese Biermann-Kontroverse, das Auseinandergehen, das Leben in verschiedenen deutschen Staaten oder das Leben im Untergrund historische Bedingtheiten sind, die die einzelnen Lebensläufe unterscheiden lässt, aber zuletzt aus dem Rückblick heraus dann doch ein Stück zählt, was hat jemand eigentlich über seine Zeit hinaus gesagt? Hm. Was bleibt von dem mit Christoph Wolff gesprochen? Ja. Sind Fühmann-Texte heute lesbar? Und da würden Sie, wenn ich es richtig verstehe, sagen, Fühmann ist lesbar, Christoph Wolff ist lesbar. Unbedingt. Das sind Autoren, die in unsere Zeit auch hineinsprechen. Nicht alles im gleichen Maße, nicht alles in der gleichen Qualität. Das hätten die beiden wahrscheinlich sofort unterschrieben. Aber jedem, gerade habe ich es einer 18-jährigen Abiturientin in die Hand gedrückt und die hat es mit großer Faszination gelesen, ist das Tragelbuch von Franz Fühmann. Österreicher, Georg Tragel. Österreicher, wie Fühmann auch ein Österreicher ist. Und vielleicht kann man am Ende unseres Gesprächs nochmal kommen auf einen Autor, der sehr früh aus der frühen DDR in den Westen gegangen ist, umgesiedelt ist, Uwe Jonsson, der in dem Sinne in seinem Hauptwerk Die Jahrestage, die Geschichte im Nationalsozialismus, in der frühen DDR, aber auch in Amerika geschrieben hat, einer Protagonistin, historisch sehr verschiedene Kontexte, aber doch Probleme, die sich sozusagen zeitübergreifend stellen. Ja. Wäre das in Ihrem... Ganz und gar in meinem Sinne. Den Hausgott haben wir ausgespart, aber Sie haben ihn zum Schluss noch einmal dahingestellt und dahingestellt, wo er hingehört, einer wirklich der... Ja, und ich fand auch interessant oder aufschlussreich, das verbinde ich auch mal, Ihre Person mit der von Erdmann Witzisler, der zu Brecht hier bei uns war, dass Sie sehr früh nach der Wende ja auch in einem Band auf Uwe Jonsson und seine Wahrnehmung in der sogenannten DDR hingewiesen haben. Also, hat viel Spaß gemacht. Ja. Herr Berbig, ich freue mich, dass Sie bei uns in Oldenburg waren zu dieser Vorlesung. Ich freue mich sehr, dass Sie weiter über Wolf Biermann arbeiten, dass wir hoffentlich in diesem Herbst das Glück haben werden, unter nicht mehr strengen Corona-Bedingungen Sie in Oldenburg zu haben, wenn Sie mit der Jaspers-Gesellschaft im Kunstverein zu Biermann wahrscheinlich um die Tagebücher herum sprechen können. Ihnen allen zu Hause noch einen guten Tag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch fürs Kommen. Ich danke Ihnen, bin gerne hier gewesen. Vielen Dank. Und jetzt muss ich fliehen. Ganz in Ruhe.